Hallo, wir sind das Team Green Skyline, bestehend aus Jakob, Maurice, Simon, Julian, Max, Emil und mir, Leonard. Ja, genau. Wir haben über das Wochenende das Motto Coding, Making und Nachhaltigkeit bekommen und haben uns deswegen zu unserem Projekt entschieden. Und zwar geht es um das Problem, dass eben die Menschen wenig nachhaltig sind, dass in der Stadt, wenn man zum Beispiel durch die Stadt läuft, eben die Natur fehlt, alles ein bisschen grau erscheint. Und wir wollen nämlich, dass die Menschen nachhaltiger werden, dass die Städte mehr grün werden und dass die Städte insgesamt auch einfach lebenswerter werden. Genau. Jetzt macht Leonard weiter und erzählt euch was dahinter steckt und alles. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was Green Skyline überhaupt ist. Green Skyline ist eine Website, mit der wir die Menschen motivieren wollen, um sich besser um die Umwelt zu kümmern. Die Website ist auch unser Beitrag für die Umwelt. Und wir wollen die Menschen auch noch anreizen, sich mehr um die Umwelt zu kümmern. Jetzt zeigt euch Julian etwas über unsere Website. Ja genau, also meine Aufgabe für das Wochenende war, die Website für unser Projekt zu entwickeln. Die sieht man jetzt auch gerade schon hinter mir. Da kann man dann die verschiedenen Aufgaben sehen, die man erledigen kann und wie viele Punkte die bringen. Da gibt es dann eine kurze Beschreibung, da kann man einfach mal draufklicken. Da steht dann noch ein bisschen was dazu, warum das wichtig ist, warum man das machen sollte. Da gibt es dann noch einen Link und einen QR-Code zu einer Anleitung, wie man das am besten umsetzt. Und dann kann man die Aufgabe erledigen und bekommt dafür dann entsprechend viele Punkte. Jetzt macht Simon weiter und erzählt euch jetzt über die Technik hinter dem Ganzen. Es ist natürlich auch sehr ungünstig, wenn eine Pflanze ertrinkt, weil sie 20 Mal am Tag gegossen wird und eine andere verdurstet, weil sie überhaupt nicht gegossen wird. Deswegen war unser Projekt, also von Jakob und mir, einen Server zu entwickeln mit JavaScript und dem Framework Express.js, um die Aufgaben zu verteilen, damit jeder eine Aufgabe bekommt und Pflanzen nicht zu oft oder zu wenig gegossen werden. Dafür haben wir zum Beispiel hier so ein Feuchtigkeitsmesser gebaut, der dann dem Server Bescheid sagt, wenn die Erde zu trocken ist, und der Server sagt dann den einzelnen Mitgliedern, hey, die Pflanze muss mal gegossen werden, sonst vertrocknet die. Wir haben auch für die einzelnen Projekte hier immer so einen QR-Code dran gemacht. Da kann man halt, wenn man sich für das Projekt interessiert, den QR-Code scannen und dann direkt zu dem Projekt dann eben kommen. Über das Wochenende haben wir unser Team in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Einmal Backend, das war Simon und Jakob, genau. Dann Frontend, das hat Julian übernommen. Und für das Modell und den Konzept oder für den Modellbau waren Emil, Leonard, Maurice und ich zuständig. Vielen Dank fürs Zuhören. Bevor wir noch enden, wollte ich noch mal kurz vielen Dank an unsere Mentoren aussprechen und dann natürlich an das Labmobil, ohne das unsere Projekte natürlich nicht entstanden hätte können. Vielen Dank nochmal und ja, das war's. Eine ganz kurze Frage, was wären jetzt, wenn ihr weiter daran arbeitet, die nächsten Schritte? Habt ihr schon Ziele, was als nächstes kommen könnte? Auch ein Vergleich von in der Region, wie gut man im Gegensatz zu anderen Leuten abschneidet. Und man könnte noch die Website vervollständigen. Also es ist zwar schon was da, aber da fehlt schon noch viel, was wir vielleicht noch hinzufügen wollen. Mhm. Okay, so ein bisschen Wettbewerb reinfügen, damit die Leute vom Ehrgeiz gepackt werden, ja? Okay. Super, vielen Dank euch.